Heute gibt es von mir das lang ersehnte Brei-frei-Tipps- und Tricks-Video, beziehungsweise ich möchte euch drei Artikel vorstellen, ein bisschen mehr vorstellen wie kurz in den anderen Videos. Diese drei Artikel wurden mir gestellt von natürlich-familie.de. Ich verlinke euch den Shop unten. Die haben ganz, 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 ganz tolle, hochwertige, nachhaltige Produkte. Und eben auch zum Thema Brei-frei, Baby-led Weaning haben die viel zu bieten. Und drei Dinge möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Und ganz voran möchte ich euch dieses Buch vorstellen. Also, als ich zu dem Thema Brei-frei gekommen bin, habe ich über andere, über Bekannte von diesem Thema erfahren, habe mich so ein bisschen im Internet eingelesen, habe gedacht, cool, ja, das will ich ausprobieren. Und habe dann auch gedacht, ich hätte schon voll den Plan. Bis dieses Buch kam und dann habe ich gemerkt, hups, da steckt ja noch viel, viel, viel mehr dahinter. Mia. So. Die ganze Zeit hier am Rumlaufen, das nervt. So. Ich habe dieses Buch erhalten und habe angefangen drin zu lesen und habe gedacht, krass, okay, da steckt viel mehr dahinter. Wie cool, dass ich das mache. War dann noch begeisterter von dem Thema und habe dieses Thema einfach auch ganz anders gesehen und angegangen. Nicht mehr so mit viel, mache ich das, sollte ich das machen, habe ich Angst davor vor dem Thema oder nicht, sondern, boah, ich stehe voll hinter diesem Thema, das ist eine tolle Sache, genau so will ich, dass mein Kind an Nahrung herangeführt wird. Und das, ihr Lieben, hat dieses Buch bewirkt. Ich möchte euch jetzt nicht das ganze Buch verraten, kauft es euch, es kostet nicht viel, um die 15 Euro auf natürlich-familie.de. Übrigens kostet es fast überall gleich und deshalb lege ich euch ans Herz, das bitte auf natürlich-familie.de zu erwerben, weil ich einfach immer dafür bin, dass man kleinere Shops unterstützt. Und dieses Brei-frei-Buch ist einfach ganz, ganz toll. Es fängt an natürlich erstmal mit der Erklärung, was ist denn überhaupt Brei-frei? Von der Hand in den Mund heißt das erste Kapitel. Und dann gibt es so die verschiedenen Brei-frei-Typen, die erklärt werden. Dann gibt es generell die Theorie, die hier aber sehr lustig und schnell geschrieben ist. Also es liest sich sehr, sehr gutes Buch. Und dann kommen natürlich Tipps zur gesunden Ernährung und zum Einkaufszettel, zum Brei-frei unterwegs. Es gibt einen Pimp-Plan, zu salzig fürs Baby, zu süß fürs Baby, Fixtüten und Co. Also, dass man halt auch die Lieblingsgerichte nachzaubern kann. Und dann gibt es natürlich Rezepte. Und ich habe auch schon einige Rezepte ausprobiert und sind wirklich genial. Ich zeige euch vielleicht hier gerade mal kurz an der Stelle die Dinkelstangen habe ich ausprobiert. Dinkelstangen, beziehungsweise wie ihr gesehen habt, auch das Dinkelbrot mache ich jetzt sehr oft, weil das einfach ein super Brot ist, das gut schmeckt, auch ohne Salz für das Baby. Und dann gibt es natürlich auch tolle Hauptgerichte, zum Beispiel die Zucchini-Pizza kam bei uns sehr, sehr gut an, bei groß und klein. Also ich fand die auch super lecker. Blumenkohlplätzchen, Couscous-Gemüsebratlinge haben wir schon gemacht daraus. Also echt ganz, ganz tolle Dinge. Ich werde auch immer wieder daraus kochen und auf Instagram Bilder zeigen oder hier auf YouTube. Deswegen ja, bleibt gerne bei mir und holt euch auf jeden Fall dieses tolle Buch. Wenn ihr entspannt mit diesem Thema Brei-frei starten wollt, umgehen wollt oder schon mittendrin seid, ist das echt ein ganz, ganz tolles Buch. Also kann ich nur empfehlen, Brei-frei. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. So, was braucht man zum Thema Brei-frei? Eigentlich braucht man nichts.
außer das Kind am Tisch mitessen zu lassen. Ich habe sie immer nackig in den Stuhl gesetzt und ich habe ihr einfach alles direkt auf das Tablett gelegt, habe jetzt aber zwei Artikel gestellt bekommen und will die nicht mehr missen. Das eine ist die Minimat. Die gibt es in verschiedenen Größen, in verschiedenen Formen. Ich habe jetzt die kleine Minimat, die ovale, mir rausgesucht, weil die perfekt auf unser Tablett von unserem Hochstuhl passt. Wir haben den Nomi von Evomove, aber auch bei anderen Hochstühlen passt es gut drauf, habe ich schon gesehen. Und das ist eine kleinere, reicht aber zum Befüllen komplett. Und ihr seht, die ist so in einem süßen Smiley-Format gemacht. Das lacht das Kind immer an und motiviert mich auch immer irgendwie, das so zu gestalten, dass das schön aussieht, weil ihr wisst, das Auge isst mit. Und ich glaube, bei den kleinen Kindern auch, wenn man da noch ein Gesichtchen draus macht oder so, freuen die sich lange darüber, über diesen Teller. Es gibt den auch noch in rechteckiger Form. Der ist dann ein bisschen größer für vielleicht dann schon auf den Tisch, wenn ihr dann größere Kinder habt oder zusätzlich den noch kaufen möchtet. Und was ich auch ganz toll finde, es gibt eine Schale. Also es ist auch so eine Matte und da ist eine Schale obendrauf. Das Tolle ist eben, dass die festhält und dass das Baby das nicht praktisch wegreißen kann vom Tisch. Die klebt wirklich auf dem Hochstuhl und ist ja ein absolutes Muss seither. Mich motiviert es auch immer, drei verschiedene Dinge zu befüllen, dass das Baby auch ein bisschen Abwechslung hat. Also gerade beim Frühstück mache ich dann oft Obst in eins, ins andere Fruchtmus und ins andere vielleicht Brot mit irgendwas. Beim Mittagessen schaue ich dann auch immer, dass ich noch die zwei befülle mit Obst oder Gemüse. Und das motiviert auch so ein bisschen die eigene Kreativität, finde ich, dass man hier eben noch mehr dazu gibt und ausgewogen die Ernährung einfach handhabt. Also die Minimat verlinke ich euch auch unten. Auch wirklich ganz, ganz toll. Und ich sehe es immer bei ganz vielen Instagrammern, dass die auch wirklich alle diese Minimat haben. Ich weiß jetzt warum. Und das Dritte, was ich euch wirklich empfehlen kann, ist dieses tolle Lätzchen. Dieses Lätzchen erspart uns jeden Tag dreimal zu duschen. Und das meine ich ganz im Ernst. Ich habe sie immer geduscht nach dem Essen. Ich habe sie nackig in den Stuhl gesetzt, habe sie dann danach abgeduscht, einfach weil sie natürlich überall verklebt war. Und ich möchte meinem Kind diese Freiheit lassen, dass es rummanschen darf und dass es dreckig wird. Aber das Duschen, das war schon jedes Mal so, okay, jetzt wieder unter die Dusche und die Mama muss dann natürlich mit unter die Dusche. Mit diesem Lätzchen ist das wirklich vorbei, weil dieses Lätzchen wirklich so, so genial ist. Also, dieses Lätzchen ist ein Pop-in-Lätzchen. Das lässt sich hinten verschließen mit so einem. Ja, so einem Ring. Ring hört sich blöd an. Also ihr seht, es ist wie so ein kompletter Schal praktisch um den Hals. Und auf der Schulter sind dann zwei Snaps, wie bei den Stoffwindeln, so Druckknöpfe. Da kann man das dann zumachen. Und unten am Rücken kann man es nochmal binden. Und dann sitzt das komplett fest am Baby. Ich mache jetzt noch einmal hier oben die Schleife durch. Und tue es so binden, sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist es aber nicht, dass dieser Part hier komplett am Hals anliegt und dass es eben nicht unten reinrutscht, das Essen. Deswegen tue ich eben nochmal ein Bändel einfach unter diesen Schal durchmachen und dann binde ich das so. Dann ist nämlich vorne wirklich ganz am Hals, also nicht so fest natürlich, das mache ich schön locker, aber so, dass eben nichts mehr runterrutschen kann, durchrutschen kann. Und dann alles, was passiert ist, dass dieses Lätzchen voll wird und die Tasche meistens auch, was sehr, sehr praktisch ist, weil den Kleinen fällt ja noch viel aus der Hand. Und ich kann dann einfach während dem Essen immer mal wieder in diese Tasche greifen und jetzt wieder hoch auf den Stuhl legen. Also diese Tasche hat sich als sehr, sehr gut erwiesen. Und natürlich das komplette Lätzchen, weil ich ziehe das Lätzchen aus, ich wasche das Lätzchen einmal im Waschbecken aus und kann es dann wieder zum Mittagessen, zum Abendessen, zum Frühstück wieder sofort anziehen. Komplett waschen in der Waschmaschine tue ich es vielleicht einmal die Woche. Aber sonst eben nur kurz abwaschen, weil das eben so ein, ja, dieser Stoff ist, der auch bei den Stoffwindeln eben draußen drumrum ist, bei den Überhosen. Eben wie eine Regenjacke, abwaschbar einfach. Also, ihr Lieben, diese drei Dinge kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Sage ich nicht nur, weil ich sie gestellt bekommen habe, sondern weil ich wirklich dahinter stehe. Ich liebe dieses Buch.
Ich koche daraus. Ich habe jetzt wirklich den Plan, den Durchblick durch dieses Buch Minimat und dieses Lätzchen. Ist echt alles ganz, ganz toll und kann ich wärmstens empfehlen. Deshalb, wenn ihr mit Preifrei starten wollt oder mittendrin seid, holt euch diese Hilfe. Es ist alles wirklich richtig preisgünstig. Ich habe euch die Preise eingeblendet. Ich schreibe euch auch nochmal alles in die Infobox. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, weil ja, den Kindern zuschauen, wie die da die Welt, die Nahrung entdecken, ist wirklich fantastisch. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Video bei eurer Entscheidungsfindung und wünsche euch ganz viel Spaß mit den Produkten. Bis ganz bald. Ciao.